Eis ist eng und gespickt mit aggressiven Haarnadeln. Jedes Manöver will gut überlegt sein. Glück gehabt. Das war ein krasser Unfall. Du bist in der Mitte des Feldes. Immer weiter so. Du hast die Top 3. Jetzt hol dir Platz 2. Los, pushen! Oder willst du Dritter bleiben? Okay, Temposünder. Du hast die Führung übernommen. Platz 1, nur noch diese Runde. Fünf Sekunden vor Platz 2. Bau den Vorsprung weiter aus. Die Wertung an, aber bleib wachsam, jeder wird hinter dir her sein. In Miami musst du die Kurvenausgänge gut erwischen. Wenn du schlecht aus den Kurven kommst, rächt sich das auf den Geraden.
Platz 2. Kämpf weiter. Start. Wenn du diese Position halten kannst, gewinnst du das Rennen. Das Vorderrad scheint beschädigt zu sein. Stell dich darauf ein, dass das Auto schwieriger in Kurven einlenkt. Das war die schnellste Runde dieses Rennens. Du hast 5 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Konzentrier dich und behaupte die Führung. Etwas vorsichtiger mit dem Auto um. Das rechte Hinterrad ist leicht beschädigt. Dein Auto zieht etwas nach rechts. Da muss ein kleiner Schaden rechts vorne sein. Du bist Spitzenreiter in diesem Event. Verteidige deine Führung. In Dubai brauchst du hohes Tempo und einen guten Rhythmus, um optimal von einer Kurve zur nächsten zu kommen. Sei vorsichtig in Sektor 2. Hier hattest du zuletzt Schwierigkeiten.
Sekunde. Du liegst auf Platz 1. Das Vorderrad scheint etwas beschädigt. Rechne damit, dass das Auto etwas zur Seite zieht. Spitzenplatzierung in der Wertung. Lass sie dir nicht wieder abjagen. Die Strecke führt über öffentliche Straßen. Der Belag kann also ziemlich uneben sein. Silver steht auf Pole. Das ist der Pole-Mann. Lass ihn nicht zu weit wegziehen. Arbeite dich schön weiter durchs Feld. Du bist fast in den Top 3. Du hast die Top 3. Jetzt hol dir Platz 2. Temposünder, du liegst in Führung. Okay, das war die erste Runde. Mehr davon bitte. Halte deine Führung. Der Zweitplatzierte lauert auf seine Chance. Dein linkes Vorderrad scheint etwas beschädigt. Rechne damit, dass das Auto etwas zur Seite zieht.
war die schnellste Runde bisher. Links hinten einen kleinen Schaden. Schon das Auto etwas. Okay, Temposünder, du hast die Führung übernommen. Der Gejagte und führst die Gesamtwertung an. Chicago ist eine Reißbrettstadt. Jede Menge 90-Grad-Kurven erwarten dich. Dieses Rennen ist die Krönung all dessen, was du bisher erreicht hast. Wenn du zurückfällst, kämpf dich wieder vor. Wenn du dich rausdrehst, push noch härter. So, du bist schon am halben Feld vorbei. Push weiter. Damit bist du in den Top 3. Zwei Runden noch zu fahren. Du liegst 5 Sekunden vor Platz 3. Push weiter. Temposünder, du liegst auf Platz 1.
Ziel abgehakt. Das macht sich gut. Links vorne einen kleinen Schaden. Wahrscheinlich wird das Auto jetzt leicht nach links ziehen. Was für ein Rennen! Du hast nicht nur den Sieg geholt, sondern auch ein Ziel erfüllt. Also das nenne ich mal einen Sieg. Das ist der größte Moment deiner Karriere und ein Wendepunkt für die World Series Racing. Genieß es, du hast es dir verdient.